Ich will eigentlich noch mir das hier angucken, Chat, aber ihr werdet mich hassen dafür. Du hast ja gar nichts an Blind Date. Das will ich eigentlich gucken. Das ist Turbo Cringe. Okay, ich hab's noch nicht geguckt, auch wenn das hier schon irgendwie Timestamp 5 ist oder so. Das geht auch nicht so lange. Wir gehen da rein, Freunde. Let's go. Das sind zwei Leute und naja. Also naja, Leute, wie soll ich sagen? Die haben halt ein Blind Date. Wie laut bist du im Bett? Zeig es dir, wie du dein Stöhnen nachmachst. Komm mal raus. Jetzt komm. Genau zuhören da. Ich glaube, ich fange an, oder? Da habe ich hinter mir. Hey, dachtest du wirklich kurz für einen Moment, dass ich gar nichts obenrum anhabe? No joke, die Videos sind immer scheiße. Warum schauen wir das? Real Talk, ich habe Hoffnung in dieses hier. Ich glaube, genau dieses eine hier wird turbo geil sein. Hi, ich bin der Raphael, ich komme aus Wien. Und es ist wieder Veni. Digga, wie ist jedes Mal Veni dabei, Bro? Bei jedem von diesen Formaten. Bro, sind nur Österreicher Single oder was? What the fuck? Bruder, er heißt sogar Raphael. What the fuck? Ist das kacke, ey. Ich bin Celine und ich bin aus Wuppertal. Willst du mir die Hand... oder? Oh, Bro, Alter, ich bin so schnell aufgestanden. Ich war da ein bisschen schwindelig, Digga. Ich dachte gerade, ich pass kurz aus, Mann. What the fuck, Alter? Warte. Ja, gerne. Wollen wir so mal einen Fistbump machen, oder? Nee, das finde ich cringe. Oh. Lil Bro ist aufgeregt, Chat. Wollen wir einen Fistbump machen? Nee, das finde ich cringe. Echt? Okay. Und, warte, komm. Ich habe meine... Kriegen wir es hin? Okay, warte mal kurz. Okay, warte so. Wir machen einmal so Chuck. Okay, warte. Stopp. Nochmal. Okay. Und go. Hat ja geklappt. Oder dieses Psch machen so, wenn man das so mit Eltern macht, dann machen die das so. Checkt ihr? Das macht man, das ist nur legit, wenn man über 40 ist. Nice. Okay, perfekt, Bro. Oh. Bist du echt nervös? Du klingst voll selbstbewusst. Ich bin auch gar nicht nervös. Okay, nice. Du? Nee, gar nicht. Also ich bin noch nicht. Cap, Alter, Cap! Nee, gar nicht, Digga. Holy shit, Bro. Digga, er hat der halbe Vibrator als Hand, Junge. Wahrscheinlich nicht aufgeregt, oder? Ja, aufgeregt, weil ich denke, es ist einfach lustig und wir lassen uns einfach drauf ein und schauen, was wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Entscheidet euch lieber einen Partner, der attraktiv, aber dumm ist, oder einen Partner, der hässlich, aber schlau ist. Also ich hab's so... Was? Der, ja, hübsch und dumm. Hab ich ja schon, wa? Oh. Boah, weiß ich nicht genau. Das ist echt schwer. Das kommt auch drauf an, wie dumm. Also wenn jemand jetzt so dumm ist, dass er so wie und als vertauscht und so Sachen und das nicht auseinanderhalten kann, boah, Bro, weiß ich nicht. Dann würde ich, glaube ich, lieber hässlich und schlau nehmen. Es kommt drauf an, welches Level an dumm wir uns befinden. Auf Hugo-Level dumm? Ah, okay, das ist schon tough. Ja, I don't know, das weiß ich nicht genau. Das ist schwer zu sagen. Es ist auch so, wie kommt sie rüber? Wirkt sie auch sehr dumm? Wahrscheinlich schon. Nee, dann würde ich mich, glaube ich, für die... Digga, dann würde ich, glaube ich, Single bleiben einfach. No joke. Dann, ich glaube, dann einfach wichsen, Diggi. Forten Antwort. Ich auch. Also ich finde, der Charakter ist um einiges wichtiger. Viel, viel wichtiger als das jetzt. Also da punktest du bei mir schon mal, weil ich bin extrem hässlich. So. Nein, Spaß natürlich nicht. Ja, also bei mir ist die Antwort auch ziemlich klar. Aber ganz ehrlich, wenn du es auch anders... Also wenn du jetzt gesagt hättest, das Aussehen ist wichtiger, hättest du ja nicht gesagt, oder? Nein, also bei mir... Ja, dann wärst du auch unsympathisch gewesen. Bruder... Es ist eine dumme Frage, Bro, weil sind wir ehrlich, Digga, beides ist einfach wichtig. Das ist so, als würde man sagen, was feierst du mehr, essen oder trinken, Digga? Also so, hä? Ja, trinken, Digga, feier ich mehr. Sechs Bier sind auch ein Schnitzel. Das ist eine dumme Frage, Bro, Alter. Wenn jemand hässlich ist, dann will ich da auch nicht. Also das ist ja auch im Auge des Betrachters. Okay, dann bin ich hässlich und unsympathisch. Dann. Nein, aber ich, bei mir ist die Antwort ganz klar. Also ich finde intelligente Frauen extrem attraktiv. Naja, natürlich ist Aussehen auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, ja. Also das Aussehen ist nicht unwichtig. Ja. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich würde einen Typen, der absolut 0,0 meinem... Ja. Würde ich sagen, dass da gar nichts ist. Bester KF-Song, liebe Grüße. Also was ich halt gerne schön oder was ich schön finde, wenn er jetzt gar nichts davon hat, dann würde ich ihn wahrscheinlich auch nicht daten, aber ich finde halt... Hast du es gehört? Ich finde halt, das, also der Charakter ist viel wichtiger. Ja, also es ist viel wichtiger. Ja, Charakter kann einen Menschen so schön machen. Ja, und du kannst eine 10 von 10 sein. Ja, oh mein Gott, werd doch jetzt fertig, Alter. Holy shit, Bruder. Sie erzählt mal halbe Podcast, Bro. Man, komm doch jetzt zur nächsten Frage, Bro. Wenn du unsympathisch bist und dumm, dann sorry. Ja. Türsteher-Time. Ertastet eure Körper, um sicherzugehen, dass ihr nichts Unerlaubtes dabei habt. Ist das erlaubt? Überhaupt? Darf man das? Stehen wir auf, oder? Ich glaube, ich fange an, oder? Da habe ich es hinter mir. Digga, imagine, er geht jetzt direkt so ran. Bro, er geht so
Er kommt so und so. Haben Sie irgendwelche unerlaubten Gegenstände dabei? Nein, Madame? Ich habe nichts dabei. Dann bitte Hände auseinander. Keine Ahnung. Leg einfach los. Leg los, jawohl. Das soll ich am liebsten. Ja, gut, schon wie groß, das würde mich echt interessieren. Was glaubst du, wie groß bist du? Darfst dann schätzen später. Warten Sie kurz. Ich muss kurz schauen, ob Sie irgendwelche unerlaubten Gegenstände dabei haben. Alles, was Sie sagen kann und wird, ging. Du hast da gar nichts an. Ach so, das ist dein Bauch. Oh mein Gott. Okay, sorry. Ich dachte, da ist denn. Okay, ich habe es nur den Bauch gespielt. Oh mein Gott. Ja, ich habe was an. Okay, Sie haben nichts Unerlaubtes hier. Darf ich jetzt? Ja, gerne. Okay, du hast auch nichts. Du sollst nicht meine Größe ertasten, sondern ob ich was Unerlaubtes dabei habe. Nee. Huch. Huch, was ist denn hier drin? Ja, was ist hier dabei? Kurz nochmal Fernbedienung vom Sony Bravia mitgenommen, oder was ist da drin, Digga? Bro. Wirklich. Was ist da drin, Digga? Nochmal, damit er von hier von der Date Show nochmal Ambilight zu Hause anmachen kann, oder wie? Was ist denn da drin, Junge? Also, ist schwierig zu sagen, aber anhand von dem, was ich ertastet habe. Flasche Wasser, dem, was sie sagt, würde ich schon sagen, dass sie sehr attraktiv ist. Also, ich muss sagen, du bist nicht so der Gymgänger, oder? Ich darf leider nicht mehr, aber ich war damals. Weil ich stehe eher auf so schon breite Gym. Aber gut, es muss ja nichts heißen. Hey, dachtest du wirklich kurz für einen Moment, dass ich gar nichts obenrum anhabe? Also, ich war ein bisschen verwirrt, ja, tatsächlich. Stell dir das mal vor. Nein, ich Modpack wie früher? Nein. Dickes People. Aber Modpack schon, ja. Minecraft Modpack wird wieder kommen. Ich war verwirrt, wie gesagt. Umarme die Person gegenüber so herzlich wie möglich. Müssen wir ja wieder aufstehen. Ja, können wir einfach so stehen bleiben? Wir machen jetzt nur noch so weiter. Ganze Interview. Ja, geil. Das Mic ist voll abonniert angenehm. Abonniert auf den Kanal, wenn ihr keine Videos... Naja, machen wir nicht. Wie rieche ich? Findet es heraus und beschnuppert euch. Bloß keine Scheu. Dein Gesicht ist wo? Wie, mein Gesicht ist wo? So, hier ist mein Ring. Ich will an den Hals riechen, natürlich. Warte, ich gehe jetzt so hin einfach. Ja, okay. Boah, du riechst ja mega gut. du riechst ja mega gut. Ja. Bro. Nach Honig. Nach Honig? Ja, du riechst nach Honig. Ich mag auch an dir riechen. Ich dachte... Ja, du riechst ja Hurensohn. Ich riech gar nichts, um ehrlich zu sein. Oh, GG, yo. Nee, ja, hast du Parfum drauf? Ja, aber nicht viel. Aber war das dein Parfum? Ja, ich hab Parfum drauf, ja. Wie laut bist du im Bett? Zeig es dir, wie du dein Stöhnen nachmachst. Euer Ernst jetzt? Okay, weil ich kein Spielverderber bin, mach ich. Okay, mach. Also ich bin tatsächlich schon laut, also nicht sehr laut. Oh! Ich merke, der macht jetzt so Ogergeräusche, Digga. Oh! So Egon-mäßig, Digga. Oh, du denkst sie, Jetzt, raus, jetzt genau zuhören, ne? Oh. Ich muss Stream ausmachen, weil das Video ist einfach anders. Hier nimm noch mein Geld. Bro, Bruder, ich muss Stream ausmachen, weil das Video ist einfach anders. Das Video ist so scheiße, ich liebe es. Ich hasse euch dafür, ganz ehrlich. Ja, so ungefähr klingt's. Aber wenn du mehr hören möchtest, dann weißt du Bescheid. Also, ich beantworte sie, aber ich mach's nicht nach, weil dafür ist dann doch noch zu früh. Aber ich bin laut, kann ich so sagen. Es ist schwer für mich leise zu sein, sagen wir es so. Ich glaube, uns werden dann die Nachbarn nicht sehr erfreut sein. Ja, das glaube ich auch. Was ist das Teuerste, das du je gekauft hast? Mein Auto, glaube ich. Was hast du für ein Auto? Oder? Imagine, er sagt jetzt so irgendwie den Suckecock 4000 oder so. Die automatische Abmerkmaschine 9000, Bro, für 3000 Euro. Ja, Multipla. Der Golf-GTI, Junge, es gibt so viele gute Antworten. Das du je gekauft hast? Mein Auto, glaube ich. Ja, was bei mir auch. Was hast du für ein Auto? Oder weißt du was, ich kenne mich nicht aus mit Autos. Ja. Kann eigentlich er steht draußen, ich zeig's. Kannst du mir die Farbe sagen, damit kann ich noch am meisten dann. Schwarz. Okay. Und du? Meine Brüste. Wie viel kostet sowas, wenn ich frage? Zwischen 6.000 und 7.000 Euro. Oh, shit. Schon so teuer? Ja. Sowas? Okay. Und hast du sonst noch was an dir machen lassen oder war das das Einzige? Nee, meine Lippen. Sind noch gemacht. Und meine Nase ist nicht operiert, aber da wurde auch, also... Da wurde dreimal gegengeschlagen. Unterspritzt. So. Okay, okay. Ich bin ein bisschen, also ich bin schon die Person, die sehr auf Natürlichkeit auch steht. Mhm. Also ich finde natürliche Frauen sehr, sehr schön. Aber ja, ich finde auch, wenn man was an sich machen lässt oder so, finde ich es auch nicht tragisch, ja. Ich finde, bei so Lippen aufspritzen, da gibt es so einen ganz schmalen Grat zwischen, das sieht ganz nice aus und es sieht übelst kacke aus. Und ich habe, also vom Feeling her würde ich sagen, es gibt mehr Leute, bei denen ich das mega kacke finde. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass man bei denen, wo es gut aussieht, gar nicht merkt, dass sie das gemacht haben, you know? Ja, du, alles gut. Also jeder wie möchte. Ich glaube auch jeder kann mit seinem Körper machen, was er möchte. Also voll in Ordnung. Und ich habe jetzt auch nichts dagegen. Es ist auch kein
kein No-Go oder sonstiges. Beschreibe deine perfekte Date-Night. Jetzt muss ich überlegen. Boah, weißt du, was richtig cool wäre? Autokino. Aber im Autokino kann man sich unterhalten und man kann trotzdem den Film schauen. Und man stört die anderen nicht, wenn man die ganze Zeit redet. Und man hat Zweisamkeit. Ja, Autokino, ganz sicher. Und man ist ungestört. Ja. Nee, Digga, das ist doch kein erstes, ist das ein gutes erstes Date, Bro, Autokino? Ich weiß nicht, Digga. Ich glaube so, wenn das Perfekte ist, dann ist es so am Strand langlaufen mäßige. Nein, aber Autokino habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Da würde mich aber auch sehr interessieren. Und du warst noch nie im Autokino? Und du? Ja, ich war schon noch nie im Autokino. Ja, dann nimmst du mich das nächste Mal einfach mit, würde ich sagen. Nächstes Mal Autokino. Ja, ja, schön auf Stegi-Basis noch eine Decke mitnehmen. Bevor ihr die Masken abzieht, würdest du jetzt auf ein zweites Date mit mir gehen? Ja. Ich würde mit dir ins Autokino gehen. Und du mit mir? Stabil, stabil. Ja, definitiv auch. Also ich denke, dass... Digga, seine Uhr ist einfach größer als sein Armgelenk, Bro. Was geht da ab? Junge, Junge, Junge. Halbe Wecker, die man so auf Nachtschrank stellt. Einfach. Wir uns sehr, sehr gut verstehen. Würden wir auch jetzt ins Autokino? Kennt ihr diese Smartwatches, die so ein Stück zu groß sind einfach? Und man sich so denkt, Bruder, dann also klebt dir legit gleich iPhone 13 ran, Alter, an den Armgelenk. Oder an Arm hier, an Arms. Wie nennt man das? Handgelenk, meine ich. Jetzt direkt im Anschluss? Mhm. Ja. Boah, also ich bin ein extrem spontaner Mensch. Ja, ich auch. Ich würde, ja. 3, 2, 1. Hi. Du siehst ganz anders aus, als ich mir vorgestellt habe. Aber du siehst gut aus. Ich bin Raffi. Hi. Servus. Aber ich sehe komplett anders aus, als du es dachtest, oder? Ja, voll. Aber dunkle Haare und helle Augen. Du hast blaue Augen, gell? Ja. Aber schön, wirklich, schöne Augen. Aber du hast was an. Ja, ich bin nicht nackt. Was eine Enttäuschung. Ja. Er ist hot, ja, sind beide fresh, I guess. Also ich bin ehrlich, definitiv. Also ich finde deine Ausstrahlung sehr, sehr schön. Und ich würde dich definitiv daten. Danke. Kann ich offen ehrlich sagen. Also ich habe ja gesagt, ich stehe eher so auf breite Gym-Typ. Sie gibt mir so ein bisschen Vibes, als wäre sie so regelmäßig auf Insta-Exploration-Page. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist so Insta-Exploration-Page-Stuff. Korb incoming, ja, ich glaube auch, es kommt ein Korb. Deswegen wärst du jetzt nur von der Optik her nicht mein Typ. Bin ich ehrlich. Hab mir schon gedacht, ja. Aber ich habe so von Anfang an gesagt, als ich dich abgetastet habe, dass optisch, glaube ich, nicht so wäre. Aber mit dem Bart und mit den dunklen Augen und so, das passt schon. Und würdet ihr jetzt auf ein zweites Date immer noch gehen? Ich schon. Ich würde auch immer noch. Wow, immer let's go, kein Korb! Holy shit. Aber auch machen, das wisst ihr. Okay, 3, 2, 1. Oder es nehmen immer die deutschen Nummern. Also, immer. Ich hätte nichts anderes erwartet. Es kam noch nie was anderes. Ja, also hättest du das Händchen da jetzt gezeigt, dann wäre ich sauer gewesen. Ja, voll, nein. Also es wäre dann noch komisch gewesen von dem, was ich gesagt hätte. Ja. So. Ja. Also ich glaube, das passt schon. Komm jetzt noch diese... Ja, genau das. Hey, wir sind eigentlich ziemlich schnell draufgekommen, dass wir uns eigentlich sehr, sehr gut verstehen. Deswegen gehen wir jetzt was essen. Und ich glaube, wir haben schon sehr viel Hunger. Ja. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir mal, was wird. Was wird? Mann, ist das kacke. Ist das kacke, Bro. Diese Videos sind jedes Mal so scheiße, Bro. Die werden auch einfach nicht besser, Digga. Aber trotzdem geil. Ich fand's entertainend.